Ich muss mich entschuldigen, dass ich diesmal keine bewegten Bilder liefern kann, denn vom Parlament, meinem heutigen Stadtspaziergang, der allerdings zu Hause am Computer stattfand, gibt es zurzeit keine Möglichkeit, ordentliche Videoaufnahmen zu machen. Daher muss ich euch mit Fotoarchivmaterial vertrösten. Der dänische Architekt Theophil Hansen unternahm viele Studienreisen, unter anderem auch mehrere Jahre nach Athen. Diesen Studienreisen verdankt das Parlamentsgebäude seinen Charakter in der Art eines hellenistischen Tempels. Erbaut wurde dieses Parlament in Wien von 1874 bis 1883. Es hat die Ausmaße von 152 mal 133 Metern bei einer maximalen Höhe von 33 Metern. Die Grundstücksfläche beträgt 20.000 Quadratmeter, was etwa 3 Fußballfeldern entspricht. Verbaut sind allerdings nur ca. 14.000 Quadratmeter. Die Angaben der Baukosten schwankten zwischen 7 Millionen Gulden, das sind ca. 65 Millionen Euro, bis 24 Millionen Gulden, und das sind ca. 200 Millionen Euro. Man sieht, schon damals war es mit den Baukosten nicht immer so genau auf Heller und Gulden. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs wurde das Parlament von 2 Bombentreffern schwer beschädigt. Rund die Hälfte des Bauwerks wurde vernichtet und konnte zum Teil nicht mehr in den von Theophil Hansen errichteten Maßen erfolgen. So fielen die Marmorplastiken griechischer Philosophen und Schriftsteller im völlig ausgebrannten Sitzungssaal den Schäden zum Opfer. Im Parlament finden jährlich rund 280 Sitzungen im National- und Bundesrat statt, die in Summe etwas über 400 Stunden dauern. Das Parlament hat hauseigene Werkstätten für alle möglichen Schäden sowie eine Wäscherei. Bis vor der noch immer laufenden Renovierung war eine Druckluft-Rohrpostanlage von mehr als 2 Kilometern Länge mit 60 Stationen in Betrieb. An der Fassade des Parlamentsgebäudes, links neben dem Haupteingang, befindet sich folgende Inschrift: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Dies ist Artikel 1 der Menschenrechte. Die 2 Auffahrtsrampen zieren je 4 Marmorstatuen griechischer und römischer Geschichtsschreiber. Links vom Ring aus gesehen von unten weg die Griechen Thukydides, Polybios, Xenophon und Herodot. Und rechts, wenn man von oben nach unten geht, die Römer Julius Caesar, Tacitus, Titus Livius und Sallust. Über dem Haupteingang ist Kaiser Franz Josef als römischer Imperator dargestellt. Im Zentralportikus der äußeren Säulenhalle sind die Mater Austriae sowie 4 Darstellungen verschiedener Wirtschaftszweige zu sehen, darunter auch die Legislative ist gleich Gesetzgebung und Justitia für die Gerichtsbarkeit.
Auch dem Architekten wurde direkt bei seinem Hauptwerk ein Denkmal gesetzt. Hier steht das 1905 von Hugo Hertel gestaltete Monument Theophil Hansens. Am Dach stehen vier bronzene Quadrigen, die jeweils von einer Nike, der griechischen Siegesgöttin, gelenkt werden. Aus dem Dach ragen zwei von Hansen mit den Gesellen des Hephaistos, des griechischen Gottes des Feuers, verzierte Schornsteine von ca. 32 Meter Höhe, die damals wegen der Heizung errichtet werden mussten. Vier Rossebändiger aus Bronze säumen den Platz des Parlaments zur Ringstraße hin. Gegossen wurden sie von Josef Lax, einem Bildhauer des Wiener Späthistorismus. Sie symbolisieren die Zügelung der Leidenschaft, was ja bei manchen Parlamentssitzungen durchaus empfehlenswert wäre. Den Platz vor dem Parlament beherrscht der Pallas Athene-Brunnen. Die griechische Göttin der Weisheit soll wohl den Abgeordneten im Gebäude die nötige Um- und Weitsicht in ihrer verantwortungsvollen Funktion für das Land Österreich verleihen. Ob's wirklich immer gelingt? Tatsächlich ist sie natürlich das Symbol für die Demokratie. Geschaffen wurde der gesamte Brunnenkomplex von Karl Kundmann, Hugo Hertel und Josef Tautenhain, allerdings erst 1902, also fast 20 Jahre nach Vollendung des Parlamentsgebäudes. Die Figur der Pallas Athene hält auf der linken Hand eine kleine Nike, in der rechten Hand einen Speer. Rund um den Brunnen sind Darstellungen der vier Hauptflüsse der Monarchie Donau, Inn, Moldau und Elbe zu finden.